Tada! Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin wieder auf Reisen, sonst würde es kein Video geben. Und zwar bin ich genau da. Wenn ihr Lust habt, meine Reise tagesaktuell zu folgen, dann folgt mir doch auch auf Instagram oder auf Facebook. Und habt ihr schon ein Abo dagelassen? Wenn nicht, einfach hier unten in der Videobeschreibung auf Abonnieren klicken, Glocke nicht vergessen und dann lasst das Intro starten. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Ich sitze startklar im Auto. Bye bye, schöne Landschaft. Und jetzt geht's auf einen Flohmarkt. Am Freitag ist hier in Bröndup noch irgendwas. Immer Flohmarkt, das wird's nur. Und da fahren wir jetzt hin. Ich bin schon richtig gespannt und freue mich total. Tschüss, Mandoway. Jetzt fahre ich erstmal über die Düne rüber. Hoffe, da kommt niemand. Da kommt niemand. Und los geht's. Durch Riebe Richtung Dänemark-Inland. Und schaut mal, hier sieht's so, so schön aus. So, ich bin jetzt angekommen. Und wer mich kennt, weiß, dass ich nicht besonders gut einparken kann. Ich hasse es einfach hier so mank irgendwelchen Massen und vorne steht auch noch einer und oh, einzuparken. Aber ich sag's euch, es hat sich gelohnt. Der Flohmarkt ist riesig. Ich nehme euch jetzt mit. So, ich stehe jetzt hier in irgendeiner Ecke und weiß gar nicht so recht, wie ich systematisch vorgehen soll. Geht es euch auch so, dass ihr immer systematisch auf solchen Märkten langlaufen müsst? Und das geht hier einfach nicht. Voll schwierig. Aber es ist ein schöner Flohmarkt mit vielen wirklich alten Sachen. Aber vom Preis her tatsächlich ist es ein teureres Land als Deutschland zum Beispiel. Oh, hier geht's auch noch weiter und da hinten auch noch und hier bin ich fast durch bis auf den letzten Gang hier. Erstmal eine kleine Stärkung, 3,75 Euro. Fertig und erschöpft und vor allem bargeldlos. Ich habe jetzt weder dänische Kronen noch Euros. Ich muss mal gucken, ob ich tatsächlich doch noch einen Geldautomaten finde und ich zeige euch mal, was ich erstanden habe. Jetzt ein bisschen schwer zu sehen. An meinem Fußende klebt jetzt ein Spiegel, ein Holzspiegel für 10 Euro. Und hier noch für mein Business ein Laufrad, Holzbausteine. Da in der Tüte sind noch Puppen, also so eine Tiere zum Spielen. Ja. Auf geht's nach Aarhus. Ich bin tatsächlich schon an der Ostsee und jetzt fahren wir hier gleich paar Meter über so eine Meerzunge. Ah, sieht man nicht. Ha, haben sie so Spiegelglas dran gemacht. Ich bin jetzt in Aarhus und hier ist es tatsächlich ein bisschen kälter. Musste wieder Pullover und Jacke anziehen. Und wenn er steht da, praktisch, wenn mir hier die Stadt gefällt und alles, könnte ich auch gleich hier übernachten. Dazu mache ich jetzt natürlich einen Standortpunkt bei Google Maps, dass ich den Weg wieder hierher finde. Sonst ist man immer lost in einer fremden Stadt. Und ja, dann geht es jetzt gleich hier am Wasser entlang. Also es ist noch nicht zu sehen, hier ist so parkähnlich. Ja, aber am Wasser entlang in die Innenstadt. Ich freue mich schon richtig. Als erstes erstmal ein Cappuccino. Und hier bin ich tatsächlich irgendwie am Hafen gelandet. Und jetzt gehe ich da in die Innenstadt.
Hier wird gebaut und hier fährt scheinbar ein Zug. Also für die, die es nicht wissen, ich bin jetzt einmal quer durch Dänemark gefahren, weil ich bin jetzt nicht mehr an der Nordsee, sondern ich bin jetzt an der Ostsee. Wow, hier gibt es echt viele Boote zu sehen. Wow, schaut mal, sieht schon mal richtig gut aus, oder? Eigentlich wollte ich in diese Richtung gehen, aber dann habe ich von Weitem das gesehen. Und ich hoffe, dass es Streetfood heißt. Ich hoffe nur, dass es kein Hotdog gibt, weil Hotdog steht mir langsam bis da. Eins müsst ihr euch merken, bringt immer Zeit mit. Das hat jetzt eine Viertelstunde gedauert, weil die machen immer nur eine Bestellung fertig, geben die raus und dann die nächste. Ja, jetzt esse ich erstmal. Das ist übrigens die Uni. Man sieht es unschwer an den vielen Fahrrädern. Die Uni hat übrigens ein eigenes Parkhaus. Und eine eigene Anlegestelle. Wer hier in Dänemark studiert, bekommt übrigens vom Staat 800 Euro. Wäre doch mal was, oder? Und für Kreuzfahrtliebhaber? Die AIDA hält hier auch. Für mich überhaupt gar keine Option. Übrigens, wer von euch hier ist und auch in diesem Street Food Area dort Burger kaufen will, macht es nicht. Der war nicht gut. Ich bin jetzt am Dom zu Aarhus angekommen. Oh, den kriege ich gar nicht rauf. Ich drehe mal um. Mega, oder? Aarhus ist übrigens auch eine der ältesten Städte Dänemarks. Ha, das sind gar keine Baustellen, sondern das sind Kunstwerke. Jeder Container ist ein Raum, der gestaltet wurde. Habe ich jetzt noch mal von vorne drauf. Ach, guckt euch mal diese Olivenbäume an, die man hier kaufen kann. Der hier kostet 500 Euro umgerechnet und die kleineren hier 150. Die sind schon größer wie ich. Da habe ich tatsächlich noch eine richtig hübsche alte Straße gefunden mit alten Häusern und fernab vom modernen Aarhus. Schaut mal, hinter mir ist richtig was los und es ist richtig laut. Das scheint hier tatsächlich ein Insider-Tipp zu sein. Jeder Stuhl ist besetzt. Aarhus liegt übrigens an der Ostküste der Halbinsel Jütland. Und in der Stadt leben über 336.000 Einwohner. Und es leben nicht nur Menschen in der Stadt, sondern ich bin jetzt hier im Mollepark. Das scheint hier so eine kleine Szene-Ecke zu sein. Aber was ich euch zeigen wollte, da ist das Kunstmuseum. Das hier ist ein Design-Hostel, Book Number One. Darum ist hier so viel los. Hier werden sich alle dann treffen abends. Seht ihr das? Da oben laufen welche im Kunstmuseum. Und, hat es euch gefallen in Aarhus? Also ich sag mal so, gegen Riebe kommt nichts an.
aber trotzdem eine schöne Stadt. Ich gehe zum Auto und vielleicht finde ich noch einen schönen Stellplatz. So, ich habe meinen neuen Stellplatz gefunden. Hier steht Werner. An der Ostsee diesmal. Und schaut mal da. Da ist ein Rapsfeld und ein schöner Sonnenuntergang. Sehr schön. Gefällt mir wieder gut. Da steht Werner. Da steht noch ein Wohnmobil. Wow, schaut doch mal, geil. Ich gehe jetzt noch eine Runde spazieren. Und zwar dorthin. Da ist so ein kleiner Hafen. Und schauen wir mal, was da los ist. Der Ort hier heißt übrigens Hu, also H-O-U. Und ist in der Nähe von Odda. Ich schreibe es euch mal hier hin. Und hier kann man ein Boot gucken. In Dänemark begrüßt man sich üblicherweise mit Hi. Ganz einfach. Schaut mal, ich sehe aus dem Fenster ein Boot. Schön. Es ist jetzt schon 22.30 Uhr und immer noch hell. Ich kriege hier eindeutig zu wenig Schlaf, weil ich immer denke, es ist noch sehr früh. Ja, ich wollte mich erstmal verabschieden für heute und wünsche mir eine erholsame und ruhige Nacht. Bis morgen früh, da melde ich mich wieder. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen? Dann Kanal abonnieren und Glocke nicht vergessen. Haut rein!